Ich glaube, es ist ein knappes halbes Jahr her, dass wir an ähnlicher Stelle uns getroffen haben und wo schon klar war, die erste PK damals, als die internationalen Gäste auch hier waren und wo du schon im Mittelpunkt gestanden hast als Vertreterin dieser Sportstadt Cottbus und jetzt zur Junioren-Europameisterschaft nominiert wirst. Keine Frage, als Titelverteidigerin geht man ins Rennen. Und du hast damals schon gesagt, ja, der Druck ist wieder da, weil eben die Leute dann, die kennen mich inzwischen, haben Medieninteresse geweckt. Ja, aber man muss damit umgehen können. Hast du inzwischen gelernt, damit umzugehen? Bist du heute stabiler? Naja, stabiler vielleicht nicht, aber ich denke, dass der Druck nicht zu groß werden darf. Man muss da wirklich schon mit einer Anspannung reingehen. Aber man sollte sich nicht zu viel Druck machen. Man kann nur das Beste aus sich rausfinden, was man hat. Und das werde ich tun. Und der Rest ergibt sich, denke ich, von alleine. Wir hatten damals auch gefragt, wie du die Konkurrenz siehst. Also in deiner Altersklasse bist du ja häufig unterwegs. Hat sich das inzwischen jetzt herauskristallisiert, auf wen du besonders achten musst oder wer deine größten Konkurrentinnen dann sein werden? Also ich war jetzt die letzten Wochen in Prag und in Brünn unterwegs, in Tschechien. Dort sind wir internationale Wettkämpfe gefahren. Da hat man schon noch mal ein bisschen gesehen, wer noch so zur EM da sein wird. Und das waren die Briten. Also ich habe mich echt ein ganzes Sprintturnier gegen sie schlagen müssen. Und das war auch nicht immer so leicht. Aber erfolgreich. Ja. dann die Französinnen habe ich auf der Startliste gesehen, die fast auch in der Olympiamannschaft dieses Jahr waren. Die kommen jetzt vorher noch mal hierher. Also ich denke, es wird kein Selbstläufer. Und ich denke, davon sollte man auch nicht ausgehen. Das ist harte Arbeit, die 5 Tage, die ich fahren werde. Ja, und ich denke, man darf niemanden unterschätzen. Kairin, bringst du mit als Titelverteidigerin die Goldmedaille? Und die anderen Disziplinen, wie sieht's da aus? Fährst du alle? Ja, also Stand jetzt fahre ich alle Disziplinen. Angefangen mit dem Teamsprint, Sprint, Kairin und die 500 Meter als letztes. Ich denke, meine Chancen sind nicht so schlecht. Vor allem im Teamsprint, denke ich, haben wir gute Chancen, dort oben zu stehen. Ist das das gleiche Team, den Europameistertitel auch geholt hat? Ja, wir sind auch Weltmeister geworden vor 2 Jahren, also das alte Team wieder. Mal gucken, was da so geht und in den anderen Disziplinen, ja, werden wir sehen. Ich denke, ich bin sehr gut vorbereitet und bin da guter Dinge, dass da einiges möglich ist. Hast du persönlich so Wertungen, das ganz wichtig und das besonders, da kriege ich es hin und bei dem bloß mal sehen? Oder sagst du bei allen volle Kanne rauf und wenn es geht, ganz oben auf dem Treppchen? Ja, ich denke, das sollte schon das Ziel sein. Natürlich hat man selber schon die ein oder andere Lieblingsmedaille und ist bei mir auf jeden Fall im Sprint und im Kairin. Teamsprint ist dann, man hat eine Medaille, aber es ist ja irgendwie trotzdem nicht deine eigene. Deswegen ist Sprint und Kairin schon im Vordergrund, vor allem weil es halt auch so mit die Königsdisziplinen im Sprintbereich sind und da liebäugelt man schon mehr drauf als auf eine andere. Im Rahmen dieser Europameisterschaft werden auch die Olympioniken verabschiedet. Und das sind ja auch 3 Sportfreundinnen von dir, mit denen du ständig zu tun hast. Was traust du denen denn eigentlich zu bei Olympia? Du guckst ja da bestimmt auch genau hin. Das ist ja deine Zukunft schließlich. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, die 3 Mädels hat man in den letzten Jahren auf jeden Fall gesehen, dass sie die Weltspitze dominieren. Und ich wünsche ihnen alles Gute, dass sie das umsetzen können, wofür sie so hart gearbeitet haben die letzten Wochen und vor allem auch Jahre. Ich meine, das ist ein Event, worauf man 4 Jahre drauf hinarbeitet. Ich denke, es ist einiges möglich und wenn sie da mit ihrer Topform hingehen, was ich denke, ist da schon einiges vorhersehbar und ich wünsche ihnen ganz viel Glück und viel Erfolg, sie sollen es genießen. Ich meine, Olympia hat man jetzt nicht jedes Jahr und ja, ich werde es auf jeden Fall verfolgen und drücke ihnen auf jeden Fall ganz, ganz doll die Daumen. In 4 Jahren ist Los Angeles, glaube ich. Mit Clara? Na, ich hoffe, dass es so kommt. Also klar, es ist das große Ziel. 24 hat jetzt nicht geklappt, aber ich bin auch noch sehr jung und 28 ist auf jeden Fall das große Ziel und darauf arbeiten wir auch mit meinem Trainer Herr Engler hin. Ja, was am Ende dann bei rauskommt, wird man sehen, aber grundsätzlich ist es erstmal das Ziel, ja. Aber erstmal hier abräumen zu Hause auf der Heimbahn, auf der wunderschönen Bahn mit vielen Leuten. Halb Finsterwalde hat sich angemeldet, habe ich gehört. Naja, so halb, ja. Also es haben schon viele angefragt nach Karten und wann und wie. Also ich denke, das Interesse ist bei mir zu Hause schon ganz groß, vor allem, weil sie halt auch die letzten Jahre alles im Fernsehen verfolgt haben. Und ich hoffe, dass die Zuschauerränge hier voll werden, nicht nur von hier, sondern auch von außerhalb, die ganzen anderen Länder, die ein paar Leute mitbringen und dass hier echt eine gute Stimmung ist. Und ich denke, das kann uns schon sehr weit nach vorne bringen und ist auf jeden Fall ein schönes Feeling.